Mein Name ist Marek, aka Capcolord, und ich spreche den Erzähler in diesem Stand-Up. Phoenix Wright Ace Attorney Zweierlei Schicksale ist eine deutschsprachige Hörspieladaption des japanischen Capcom-Spiels. Es geht dabei um junge Anwälte, die zusammen verzwickte Fälle lösen. Dieses Mal ermitteln die Anwälte in einem Fall namens Der monströse Wandel. Damit setzen wir die Reihe mit dem zweiten Fall fort. Ich selber als Erzähler bin ja nun wirklich kein Charakter direkt in dieser Geschichte. Aber ich finde es gut, dass ein Erzähler grundsätzlich in einem Fandub vorkommt oder zumindest in einem Hörspiel, damit man da selber auch mal ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch kennenlernt, weil man sieht es ja nicht. Das muss ja irgendwie jemand erzählen. Und insofern kann der Erzähler sehr, sehr gut Sachen deuten und entsprechend mit dem Hörer vermitteln. Das Spiel ist nur auf Englisch auf dem europäischen Markt erschienen, was es den Spielern aus den deutschsprachigen Ländern, die des Englischen nicht so mächtig sind, bis jetzt unmöglich gemacht hat, dieses Spiel zu genießen. Mit einem Team von knapp 20 Leuten bringen wir jetzt den monströsen Wandel erstmals ins Deutsche. Es gibt ja in Deutschland eine sogenannte Fandub-Community. Da gibt es sogar einen Discord, auf dem ich sehr, sehr lange schon aktiv bin und da auch alles Mögliche mitbekomme. Da gibt es die Möglichkeit, selber ein Hörspiel zu machen, grundsätzlich aber auch nur als Sprecher aufzutreten, wenn irgendwelche Leute dann auch Charaktere oder sagen wir Stimmen für ihren Fandub brauchen. Und insofern hat Jan dort ja auch nach Stimmen gesucht und ich bin darauf aufmerksam geworden und hatte Lust auch auf den Erzähler zu machen. Wäre aber auch sonst möglich gewesen, noch eine andere Stimme zu übernehmen. Das war ja schon in der ersten Staffel der Fall. Aber für mich hatte der Erzähler am besten gepasst und seitdem bin ich auch der Erzähler in diesem Fandub geworden. Auch Capcolord haben wir natürlich wieder mit in die zweite Staffel übernommen, denn er hat noch immer nach wie vor diese wunderbar ruhige Erzählerstimme, die wir bei uns auch mit ein bisschen Personality anreichern. Bei uns ist der Erzähler nicht dröge und trocken, sondern hat auch ein bisschen Humor und bringt etwas Persönlichkeit mit ein. Und dafür ist Marek natürlich nach wie vor der Richtige. Ja, wie schon gesagt, der Erzähler selber deutet sehr viel und versucht es den Hörern ja klarzumachen, was aktuell passiert. Der Erzähler ist die einzige Figur, die wir künstlich zugefügt haben, die es im Originalstoff nicht gab. Das ist einfach der Situation geschuldet. Wichtig war es dabei, nicht einfach irgendwie einen trockenen Kommentator einzusetzen, sondern auch noch ein bisschen Spaß zu vermitteln. Und da haben wir uns überlegt, der Erzähler, der braucht auch ein bisschen Persönlichkeit und bringt deshalb mal hier, mal da einen kleinen Gag mit, mischt sich in Situationen ein, reagiert auf das, was tatsächlich passiert. Und ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne erstmal für sich auch einige Sachen verdeutlichen muss, auch im richtigen Leben und entsprechend erstmal auch mit sich selbst vielleicht mal redet, dass man selber merkt, was ist denn überhaupt eigentlich die Situation, in der ich mich gerade befinde und wie muss ich jetzt entsprechend reagieren. Wo liegt das Problem, Herr Schröpfert? Oh, ich sag es euch, es ist furchtbar. Furchtbar, sag ich, hier längs. Okay. Was ist denn plötzlich in den gefahren? Herr Schröpfert eilt aus dem Haus und stapft schnellen Schrittes die Treppen in der Klippe zur Schlucht hinunter. Zögerlich hinter ihm folgen Apollo und Afina. Unten angekommen hebt Herr Schröpfert etwas vom Rand des kleinen Flusslaufs auf. Das sieht aus wie eine Maske. Das ist die Maske von dem unglaublichen Neunschwanz. Der unglaubliche Neunschwanz? Oh, richtig. Der Wrestler, der während des Festivals aufgetreten ist. Was macht denn seine Maske hier? Das würde der nicht machen. Einfach so seine Maske abnehmen. Den hat wer um die Ecke gebracht. Was? Wer würde so etwas tun? Schau mal, da ist etwas in der Maske. Afina greift in die Maske und zieht zwischen Zeigefinger und Daumen ein Büschel weißes Haar aus der Maske und tütet es ein. Also der Erzähler ist allwissend, aber die Figuren können ihn nicht mitkriegen. Also er ist halt der typische allwissende Erzähler. Ja, er hat eine lockere emotionale Sprechweise und ist doch relativ humorvoll. Seine Persönlichkeit ist, ich sag mal, einzigartig, also nicht wie die von anderen Erzählern. Er hat zum Beispiel Höhenangst. Sowas haben ja Erzähler eigentlich eher selten. Ich bin schon seit ich klein bin schon sehr theaterbegeistert und habe schon sehr, sehr viele Jahre Theatererfahrung gesammelt. Insofern auch sehr, sehr viel Erfahrung mit Sprechen. Und ich als YouTuber entsprechend bin auch sehr, sehr oft halt in Videos vorgekommen und habe selber viele Videos gemacht, in denen man auch sprechen muss. Und da ich selber sehr, sehr viel Spaß immer beim Sprechen hatte, wollte ich unbedingt mal mit Fandubs beginnen. Und Gott sei Dank kam ich insofern auch in dieses Projekt mit rein.
Es gibt nur wenige Sprecher aus der ersten und zweiten Staffel, die ich bis jetzt persönlich treffen durfte. Da gehört Marek allerdings dazu. Bei einem Pokémon-Turnier in der Nachbarstadt haben wir uns getroffen und mal so ein bisschen übers Hörspiel gequatscht. Das Video von unserem Treffen, den Vlog, den gibt's, glaube ich, sogar noch auf seinem Kanal. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dieser Rahmen ist äußerst ungewöhnlich. Ich frage mich, ob... Nanu? Oh, da ist etwas herausgerutscht. Es scheint sich dabei um einen Schlüssel zu handeln. Darf ich mal sehen, euer Kahlköpfigkeit? Tarka breitet die Flügel aus und schwingt sich in die Luft. Mit seinen Krallen greift er den Beweis aus der Hand des Richters und fliegt damit zurück zur Bank des Staatsanwalts. Das ist nichts Geringeres als der Generalschlüssel für das QB-Anwesen. Sind Sie sich da sicher, Staatsanwalt Blackwell? Die Seriennummer stimmt mit dem nach der Tat als verloren gemeldeten Generalschlüssel überein. Der Erzähler ist das sehende Auge des Zuschauers. Bei einem Hörspiel sieht man natürlich nichts. Und gerade wenn es darum geht, Beweise zu sichten oder Orte greifbarer zu machen, da kommt der Erzähler ins Spiel und füttert so ein bisschen die Vorstellungskraft der Zuhörer und gibt so Hinweise, wie man sich das Ganze vorzustellen hat. Das Besondere daran ist ja auch schon, dass dieses Projekt eben so lange geht und dass man sehr, sehr viel Zeit eben mit dem Regisseur zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich habe eigentlich jede einzelne Aufnahmesession zusammen mit Jan oder eben auch mit Steph zusammen verbracht, wo man direkt schon die Kritik abbekommt, wenn irgendwas falsch ist oder man auch direkt weiß, wenn das als One-Taker durchging, das Ganze und so, dann kann man auch viel, viel schneller arbeiten und das macht das Projekt eben so besonders, dass man so professionell arbeiten kann und auch vergleichsweise auch dafür, dass es ein so langes Projekt ist, geht doch recht die Arbeit sehr schnell rum. Aber das macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß und wenn eine Staffel 3 ansteht, bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Nehmt das! Der monströse Wandel wird wöchentlich ab dem 12. August auf dem Tendocast-Kanal ausgestrahlt und ab dem 19. August erscheint auf Soundcloud wöchentlich ein Podcast mit unseren Sprechern und ganz viele Einblicke hinter die Kulissen.